Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wird, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein, er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zu bereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein Heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Hallo Friedhelm. Hallo Jörg. Friedhelm, ich freue mich so, es ist Advent. Bald wird alles anders. Wie, alles wird anders? Advent heißt, Gott kommt auf die Erde. Advent heißt, es wird Frieden werden. Advent heißt, kein Mensch ist mehr allein, kein Mensch muss mehr Angst haben. Ah, das heißt Advent? Aber es sieht doch alles noch genauso aus wie gestern oder vorgestern. Da haben Menschen Angst. Da sind Menschen auf der Flucht. Da gibt es dieses Virus Corona. Stimmt. Noch ist alles so wie immer. Und trotzdem ist alles ganz anders. Das verstehe ich nicht. Friedhelm, mal was ganz anderes.
Weißt du, was ich versteckt im Schlafzimmerschrank entdeckt habe? Ein Karton. Ein Karton? Ein Karton. Da ist ein Feuerwehrauto drin. Ein Feuerwehrauto? Oh, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Das kriege ich, ein Feuerwehrauto. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Ich kriege ein Feuerwehrauto. Moment, Friedhelm. Du hast es doch noch gar nicht. Ich freue mich so, ich freue mich so. Friedhelm, es ist doch noch alles genauso wie immer. Naja, aber ich weiß, dass ich das bekommen werde. Und darum fühlt sich das alles ganz anders an. Ich freue mich so auf ein Feuerwehrauto, ich freue mich so auf ein Feuerwehrauto. Friedhelm, genau das ist Advent. Wenn man sich freut, obwohl man noch gar nicht sieht, was da ist. Ach so. Aber für das Feuerwehrauto, da gibt es doch den Karton. Ja, da gibt es den Karton, aber du hast ihn gar nicht gesehen, sondern du vertraust darauf, was ich erzähle. Ich habe dir gesagt, da ist ein Karton im Schrank. Stimmt. Ich vertraue auf das, was du mir sagst. Und mit der Änderung der Welt ist es genauso. Wir Menschen sehen das noch nicht, aber wir sehen schon ein Zeichen dafür. Was denn? Ich sehe überhaupt nichts. Na, guck dich mal genau um. Da hängt ein Stern. Aber der ist ja noch ganz weit weg. Gar nicht so groß. Naja, am Anfang kann man die Sachen immer noch nicht so richtig sehen, die sich tun werden. Maria, hast du schon mal was gehört? Maria ist die Mutter von Jesus. Als Maria erfährt, dass sich alles ändern wird, da sagt ihr der Engel, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst ein Kind bekommen. Das kenne ich. Dann ändert sich für Maria schon alles. Noch ist nichts zu sehen und noch niemand kann es beweisen. Und trotzdem ist alles schon ganz anders. Am Anfang fangen Änderungen immer so ganz klein an und man muss ganz genau hinsehen, dass man die Spuren sieht. Wir müssen ganz genau hinsehen, damit wir den Stern sehen. Und dann wissen wir, es ist Advent, es wird Weihnachten, Gott kommt zu uns Menschen. Und an manchen Stellen können wir es schon sehen. Aber das muss einem doch gesagt werden. Genau, Friedhelm, deswegen erzähle ich es dir. Und vielleicht erzählst du es einfach allen weiter. Das mache ich. Und ich male Sterne. Und die Sterne schicke ich dann an meine Freunde und an meine Eltern und an meine Großeltern, damit sie das alle wissen. Das ist eine gute Idee, Friedhelm. Ein Stern malen und wir alle wissen, wenn wir den Stern sehen, bald ändert sich alles. Amen. Seht, wie gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde. Seht, wie gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, Gott kommt ist für alle da, kommt das Friede werde, kommt das Friede werde, kommt aus König groß und klein, Kranke ohne groß und klein, arme Reiche lädt ein, freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde. Und während die Kinder Sterne malen, um sie zu verschenken,
lese ich den Großen unter uns vor, was Maria singt, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger wird. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Das Schiff steht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heiliggeist der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen. Das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Angst haben. Tröste sie und sende ihnen dein Licht. Wir bitten dich für alle Menschen, die allein sind. Schenke ihnen Freundinnen und Freunde und sende ihnen dein Licht. Wir bitten dich für alle, die Angst haben vor der Zukunft. Mache ihnen Mut und sende ihnen dein Licht. Wir bitten dich für uns selber und für die Menschen, die wir lieb haben, und auch für die Menschen, die uns das Leben schwer machen. Lass uns deinen Segen spüren und sende uns dein Licht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O alle Welt verlangen, o meine Seelen Ziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Zion streut mir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht.